Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Baphomets Fluch 3, der schlafende Drache. Ich habe auch mal eben eine kurze Pause genutzt, um abzuspeichern. Das heißt, wir haben auf jeden Fall gesichert und es kann nichts mehr passieren. So, da die beiden ja wieder weg sind, habe ich mir gerade so überlegt, also Susaro meine ich und die Petra, müssten wir eigentlich nochmal kurz mit Bruno schnacken können. Aber eigentlich hätten sie das auch direkt ranreihen können, praktisch an die Cutscene. Mal gucken, ob das die Lösung ist. Das Gitter war an der Wand festgeschraubt. Mit bloßen Händen konnte ich es nicht losreißen. Kann hier vielleicht endlich mal der Wagenheber helfen? Versuchen wir es mal. Das hatte ich erwogen, entschied mich aber dagegen. Und gucken. Durch das Gitter sah man in eine Art Büro. Leider war das Gitter im Weg, sonst hätte man so vielleicht hineinkommen können. Ja, aber das heißt wohl, dass wir da überhaupt nicht reinkommen, ja? Nico? Ich musste das Gitter öffnen. Also doch. Also doch. Ja, mit Alufolie hat das doch wenig Sinn, oder? So würde ich keinen Erfolg haben. Hab ich fast gedacht. Und mit Kohle wird das auch nicht so. Mit dem Öl? Das würde ich auf keinen Fall tun. Ja, auch nicht. Sicherheitsausweis bringt nichts. Schnur bringt nichts. Und dieser Zylinder. Das war keine besonders gute Idee. Ja, ich weiß, ich bin dämlich. Also mit den Sachen, die wir bei uns haben, wird das, glaube ich, nichts. Was ist denn mit Nico? Die hilft uns aber auch überhaupt nicht. Wenn ich mit ihr reden will, bringt das nichts und... Hey, Nico. Ja? Ich darf... Nee, ich kann nichts mit ihr besprechen. Das ist doch doof. Nico sah genau wie Petra aus. Weißt du, die Aufmachung ist ein bisschen billig, aber irgendwie steht's dir. Oh, vielen Dank. Tja, ich kann nichts dafür. Ich bin halt ein alter Charmeur. Ja, und wie George. Sehr geil. Ja, was machen wir denn da? Kann ich hier das machen und dann mal auf Nico? Hat sie eine Idee? Weiß sie einen Code? So würde ich keinen Erfolg haben. Ja, natürlich nicht. Wie machen wir das denn mal am besten? Mit Nico darf ich nicht. Wir haben aber auch keinen Code. Mit der Silbermünze hat das auch keinen Sinn. Das würde hier nicht gehen. Richtig. Was machen wir denn? Alufolie? Das würde hier nicht gehen. Ich habe doch sonst nichts hier. Ich habe doch nur dieses Schloss. Kann ich denn noch irgendwas kombinieren? Aber dadurch kriege ich doch keinen Zahlencode zustande. Kann man den angucken? Es war eine Keycard für ein Sicherheitsschloss. Ja. Kann ich den angucken? Dieses seltsame steinerne Objekt hatte der Kerl fallen lassen, als er mich beraubte. Mhm. Fernbedienung? Es war eine Fernbedienung. Sie hatte nur einen Knopf. Entweder würde sie die eisernen Tore öffnen, oder es gab hier nur ein Fernsehprogramm. Die Postkarte bringt auch nichts, ne? Die Postkarte zeigte ein nostalgisches englisches Dorf. Auf der Rückseite stand eine Nachricht. Musste Paris eilig verlassen. Schlage vor, sie tun dasselbe. Susaro weiß über sie Bescheid. Ihr Freund Bruno. Hm. Dem Poststempel nach war die Karte in einem Ort namens Glastonbury abgeschickt worden. Ja, ja. Notizbuch angucken. Hilft ja nix. Wir blättern mal durch bis zum Ende. Was ist der letzte Eintrag? So. Petro hat Befehl, Bruno zur Amylor-Sphäre zu bringen. Ja. Sau glaubt, der Tempelorden vom heiligen Stefan, oder Stefan, hat Salomos Schlüssel. Er will noch nach Paris, um ihn zu holen. Hilft uns aber alles nicht weiter. Was machen wir denn jetzt hier, verdammt? Da oben dürfen wir nicht lang. Mit ihr kann ich nichts anfangen. Ich kann das Schloss nicht öffnen. Ich darf das Gitter nicht öffnen. Hä? Was habe ich denn jetzt hier falsch gemacht? Also, wir haben einen Hinweis drauf, dass wir das Gitter öffnen sollen. Ich weiß aber nicht, wie. Der Wagenheber will es nicht. Was können wir denn noch machen, Leute? Das ist doch... Nico helfen? Zur Hilfe holen hier? Ich musste das Gitter öffnen. Ja, ich weiß. Eine Lupe? Das war keine besonders gute Idee. Ja, ich kann nur noch die ganzen Sachen jetzt ausprobieren. Was soll ich denn mit Scholmondelis Ausweis? Bringt auch nichts mit der Silbermünze. Die Münze hatte genau die richtige Größe, um die Schrauben zu lösen. Okay. Da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht. Ja, manchmal kann es auch ganz einfach sein, ne?
Ich kam nicht durch die enge Öffnung. George? Früher wäre das kein Problem für dich gewesen. Vermutlich hat sich mein Muskelumfang vergrößert. Vor allem bei den Fettmuskeln. Ja, schon gut. Was ich über dich und die Perücke gesagt habe, tut mir leid. Entschuldigung angenommen. Puh. Dadurch wirst du leider nicht schlanker. Ja, ist doch logisch, dass ich Nico brauche. Warum muss ich das jetzt extra auswählen? Für die ganz Blöden, oder wie? Okay, damit die auch mal ein Erfolgserlebnis haben. Hier, komm. Nico, hilfst du mir bitte? Nico? Ja? Ich bitte dich nicht gern darum, aber... Würde ich durch das Gitter kriechen und die Tür von innen öffnen? Erstaunlich, du hast meine Gedanken gelesen. Du bist leicht zu durchschauen, George. Sehr gut. George macht Platz. Ich kann George aber gerade nicht bewegen. Der steht irgendwo da im Schatten hinter diesem Balken. Okay. Dann macht das gerade automatisch. Gut, dann treffen wir uns gleich wieder in dem Büro, höchstwahrscheinlich. Und, ja, ich weiß nicht, Bruno müsste doch immer noch da drin sein. Eigentlich, müssten wir doch jetzt wieder alle drei vereint sein. Du bist mir etwas schuldig. Schon gut, ich führe keine Bücher darüber. Also, anstatt dass wir da reingehen, kommt Nico wieder raus. Das ist so sinnvoll. Okay. Ah. Nico, sieh mal. Was denn? Eine Karte. Es ist eine Art Karte. Ja. Sie zeigt die Kraftlinien. Siehst du das in der Mitte? Das sieht aus wie das Diagramm auf Vernons DVD. Anscheinend ist das Zentrum irgendwo in Ägypten. Mhm. Glaubst du, sie haben Bruno dorthin gebracht? Ja, ich denke schon. Die Amylasphäre ist irgendwo in Ägypten. Dann dürfte sie ja nicht allzu schwer zu finden sein. Klar, ich meine, wie groß kann ein Land schon sein? Ach stimmt, die hatten Bruno ja mitgenommen, ne? Das habe ich irgendwie wieder verbaselt. Es war die Karte eines kleinen europäischen Landes. Ich hatte keine Ahnung welches. Vielleicht war es die Heimat Susarros. Möglich. Offenbar pflegte Susarro seine Rüstungen sorgfältig. Auch Bösewichte haben Hobbys. Mir hätte die Rüstung niemals gepasst. Und selbst wenn, was hätte mir das genützt? Viva! Bücher über Ägypten und die ägyptische Kultur. Es würde Monate dauern, das alles zu durchforsten und zu entziffern. Also lassen wir es gleich direkt, ne? Das ist eine gute Einstellung, George. Finde ich sehr gut. Öffnen? Das ist doch keine Tür, oder? Das Panel war aus Holz. Ich konnte nicht sehen, wie man es öffnete. Ah. Aber der Öffnungsmechanismus musste irgendwo im Zimmer sein. Da ist also ein Regal. Okay. Was sich verschieben lässt. Ups, ja, Verzeihung. Da, hier ist auch ein Knopf. Den drück doch mal. Der Schreibtisch war zum Schieben zu schwer. Außerdem war es wichtiger, Bruno zu folgen. Ich dachte, das wäre ein Knopf. Susarros Schreibtisch stammte wohl aus einem Möbelversand für Größenwahnsinnige. Aha. Sieh dir das an. Was ist das? Ein versteckter Knopf unter der Schreibtischplatte. Oh. Vielleicht öffnet man damit die Tür. Vor allem sind zwei Sachen hier. Mach mal. Falls die Welt explodiert, wenn ich hier drauf drücke, es tut mir leid, was ich für gemeine Dinge über dich gesagt habe. Schon gut, George. Nun mach schon. Ja klar, Entschuldigung. Ah. Gut gemacht. So, jetzt müssen wir Bruno retten. Ach übrigens, was für gemeine Dinge denn? Ach, du weißt schon, das Übliche. Das Übliche? Sprich weiter. Ja, von einem Fettnäpfchen ins andere, George, du bist super. Ist hier noch was? Was sich anzuklicken lohnt? Was ist das denn? Ein großer Schild und Waffen hingen an der Wand. Auf dem Schild war ein Wappen abgebildet, das ich nicht erkannte. Das ist aber schade. Hier ist anscheinend sonst nichts mehr. Hier darf man nicht durchgehen. Da ist er zu fett für. Selbst ich würde das schaffen. Noch eine Karte hier? Es war eine sehr alte Karte. Ich glaube, sie zeigte irgendein Gebiet in England. Zumindest kennt er das eine Gebiet. Okay, dann lass uns mal rausgehen und gucken, was uns da erwartet. Wahrscheinlich kommt eine Ladesequenz. Ja, natürlich. Ja, ist die Frage. Befinden wir jetzt uns gleich direkt wieder in Nikos Apartment und palavern wieder, wie es weitergeht? Mit dem tollen André, der mir immer noch nicht so ganz geheuer ist. Ich habe immer noch den Verdacht, dass der irgendwie da mit drin steckt in der Geschichte mit Susarro und Petra da. Aber man weiß es halt nicht. Irgendwie mag ich den nicht.
Vor allem will der unsere Nico haben. Das geht gar nicht, ne? Nee, nee, die gehört George. Dafür sorgen wir schon noch. Hoffe ich doch mal. Ich trinke einen Schluck. Weg ist der Bruno. Für diese kleine Cutscene musste jetzt so lange geladen werden. Ah ja. Also warten wir jetzt erneut auf die nächste Cutscene wahrscheinlich. Ich denke mal, dass wir rauskommen, ist jetzt ja nicht das große Problem. Wir sind ja beide gut verkleidet. Also könnten wir uns das eigentlich ersparen. Mit dem wieder rausschleichen aus dem Schloss oder so. Es war eigentlich ein schöner Abschnitt. Also schön spannend gemacht und so. Bloß wir haben eigentlich wenig damit erreicht, ne? Praktisch jetzt nur den nächsten Ort, wo wir uns hin verflüchtigen können. Paris wieder. André? Was machst du denn hier? Dachte, ich leiste Beatrice Gesellschaft. André ist mit mir ins Kino gegangen. Was habt ihr euch angesehen, Nosferatu? George. André, wir brauchen deine Hilfe. Natürlich. Was wollen Sie denn von ihm? Das Symbol auf der Stola. Susaro hat es sofort erkannt. Es ist das Wappen des Templerordens von Saint-Stéphane. Mein Gott. Was? Ich dachte immer, das sei nur eine Geschichte. André, sag uns, was du weißt. Erzähl es uns, Liebling. Angeblich haben sich die Templer des Ordens Saint-Stéphane in Geheimkammern vor der Inquisition gerettet. Irgendwo in Paris. Niemand wusste wo, aber früher war ihr Hauptquartier in der Nähe der alten Kirche von Montfaucon. Vielleicht finde ich am alten Versammlungsort der Templer einen Hinweis. Was meinen Sie damit? Früher trafen sich die Templer dort heimlich in den Katakomben. Natürlich. Es geht noch weiter. Erzähl. Es geht um die Gründung des Ordens. Wir haben keine Zeit für Märchen, André. Hör mal, Nico. Wenn ich etwas begriffen habe, dann ist es, dass man nie zu viel Information haben kann. Sprich weiter, André. Danke, George. Als die Templer noch im Besitz des Tempelbergs in Jerusalem waren, entdeckten sie eine heilige Reliquie. Ein junger Ritter namens Stefan wurde beauftragt, sie heimlich nach Frankreich zu bringen. Er reiste durch Galiläa nach Norden. An der Küste schiffte er sich ein und stach in Richtung des Flusses Po in See. Er reiste das Po-Delta hinauf und vermied dann die Gefahren, die im Westen auf ihn lauerten, indem er nach Norden in den Rheingau ging. Die Truppen eines räuberischen Prinzen verfolgten Stefan bis nach Frankreich. In den Bergen von Reims wurde er schließlich zum Kampf gezwungen. Zwar konnte er seine Feinde bezwingen, wurde dabei aber tödlich verwundet. Tapfer erreichte er trotzdem sein Ziel, das Präzeptorium von Berentoir. Dort übergab er die Reliquie dem Meister des Kapitels und verstarb. Zu Ehren des tapferen Ritters nannte sich der Orden von nun an Orden vom Heiligen Stefan und verlegte seinen Hauptsitz nach Paris. Das klingt wie ein Märchen. Du liebe Güte. Ich gehe nach Montfaucon und sehe mich dort nach Spuren um. Nico? Du musst allein gehen, George. André und ich werden versuchen herauszufinden, wo genau dieser Ort in Ägypten ist. Gut, tja, dann bis später. Dann mal los, George. Ist ja auch sehr, sehr interessant, wie schnell die Beatrice sich jetzt einen neuen geangelt hat, ne? Sagt gleich erstmal Liebling zu André. Aber das finde ich ganz gut so. Lass die sich mal mit dem André beschäftigen. Dann ist Nico wieder für uns zu haben. Oh Gott. Das sind hier aber auch Geschichten, meine Güte, du. Der Vernon ist, glaube ich, ein paar Tage tot. Zwei vielleicht? Wenn es hochkommt, drei. Und Beatrice hat sich schon den nächsten geschnappt. Das ist ja auch eine tolle Freundin gewesen anscheinend. Ich war nach all den Jahren wieder auf dem Place Montfaucon. Unter dem Pflaster lag eine verborgene Welt uralter Kanäle und Katakomben, teils von den Tempelrittern als Treffpunkt und Zuflucht gebaut. Wieder einmal musste ich auf der Suche nach der Wahrheit dorthin absteigen. Ach nee, ne? Sind wir jetzt tatsächlich am Anfang von Teil 1 und ist das hier das Café, wo damals die Bombe explodiert ist? Hammer. An der verrammelten Tür hing ein Zettel. Aufgrund seismischer Störungen und um die Sicherheit unserer Kunden zu gewährleisten, bleiben wir in nächster Zeit geschlossen. Das ist ja genial. Ich wollte weder den Zettel noch wollte ich ins Café einbrechen. Aber das ist, glaube ich, genau die gleiche Stelle. Und die Baustelle ist immer noch hier. Wie geil ist das denn? Oh Mann, da kommt voll die Erinnerung hoch. An dieser Stelle wieder der Aufruf an Dave. Dave, du musst Teil 1 weiterspielen. Das kann doch nicht sein hier.
Ich bin fasziniert gerade schon wieder. Eines Tages würde ich erleben, dass dieser Springbrunnen funktionierte. Aber heute nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das erleben werden.